Moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Chief und jetzt geht's los. Nachdem ich sehr lange F-18 geflogen bin, habe ich mich jetzt mal an den Harrier rangewagt und habe mir für dieses Video eine kleine Mission erstellt. Dabei haben wir 4 Laser Mavericks, 2 Sidearms und den ECM-Pod. Ziel dieser Mission ist es, den vom Feind eingenommenen Flughafen in Hatay einzunehmen. Dafür haben wir ein JTAC oder ein AFAC, um genauer zu sein, vor Ort, den ich einfach, um es nochmal zu testen, mit dem Auto-Lasing-Script ausgestattet habe. Nachdem wir nun das Fahrwerk eingefahren haben, die Klappen auf Auto und die Nozzles auf 0 Grad eingestellt haben, machen wir uns auf den Weg zum Wegpunkt 1. Angestrebte Flughöhe ist 10.000 Fuß. Die Zuschauer, die meine bisherigen Videos kennen, werden feststellen, dass es das erste Video mit Kommentaren ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, in welcher Sprache ich das Ganze denn nun mache, und habe mich dann letzten Endes für Deutsch entschieden. Das liegt zum einen daran, dass Deutsch einfach meine Muttersprache ist und es zudem auch einfach genügend Content auf Englisch gibt. Allerdings werde ich es hinsichtlich der Begriffe beim englischen Sprachgebrauch belassen und diese dann auch bei Texteinblendung benutzen. Wir sind unserem geplanten Flugplan gefolgt und im Zielgebiet angekommen und bereiten uns auch gleich auf den Angriff vor. Allerdings muss erst noch die SAM-Stellung zerstört werden, ja, die uns auch gerade erfasst hat, wenn man vom Teufel spricht. Auch wenn ich den Harrier noch nicht so lange fliege, habe ich doch sehr schnell die Erfahrung gemacht, dass, wenn ihr von einer SAM-Stellung erfasst werdet, es besser ist, die Flughöhe sofort zu verringern und den Geländevorteil auszunutzen. Im Gegensatz zur F-16 oder F-18 hat der Harrier nämlich keine weitreichenden Waffen, um SAM-Stellungen aus einer sichereren Entfernung zu zerstören. Hier könnt ihr halt einfach nur auf eure Sidearms vertrauen und das beinhaltet einfach, dass man sich so ein bisschen an die SAM-Stellung ranschleichen muss, was ich hier tue. Also ihr seht, ich bin relativ niedrig, 680, 690 Fuß und hier sehe ich auch schon, ja, so ein Flussbett, was ich ansteuere. Ja, da schießt sie auf mich. Und ja, wir sind so tief, weil wir sehen die SAM-Stellung von hier auch nicht. Das heißt, sie ist hier hinter dem Hügel. Und ja, da sieht man noch die Rauchschwaden.
von der Sam. Und wir schwenken gleich auf den Zielpunkt ein, wo sich die SA-6 befindet, und werden sie dann versuchen, mit unserer Sidearm zu zerstören. Ja, da haben wir auch schon Lock und Feuer. Nee, erst Masterarm, jetzt Feuer. Und dann wollen wir mal schauen, ob die Sidearm ihren Dienst gut verrichtet. Also auch hier wieder nach dem kurzen Pop-Up-Manöver halb Flughöhe verringern. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, ob es tatsächlich an dem ECM-Pod liegt, dass die SA-6 nicht auf mich schießt, oder an der geringen Flughöhe. Wenn ihr da Erfahrung habt, lasst es mich einfach gerne mal wissen, weil ich finde die Idee des ECM-Pods eigentlich sehr, sehr gut. Obwohl natürlich der Targeting-Pod halt hier auch einfach massive Vorteile bei der Suche nach Zielen hat, da wir hier aber einen JTAG vor Ort haben, der ja auch noch, wie eingangs gesagt, autolasert. Ja, da ist die Sam schon zerstört, habe ich mich in diesem Falle einfach mal gegen den Targeting-Pod und für den ECM-Pod entschieden. Gut, nachdem die Sam-Stellung jetzt ausgeschaltet wurde, können wir uns jetzt in Ruhe unseren Bodenzielen widmen. Und dass hier keine weitere Luftverteidigung ist, das weiß ich halt, weil ich die Mission selbst erstellt habe. Wie gesagt, in allererster Linie sollte es ein Test sein. Und ist es auch. Okay, wir schwenken jetzt ein. Lasercode 1688 eingestellt. Und warten jetzt, dass unsere Laser Maverick ihr Ziel findet. Ja, da hat sie es auch schon. On Rifle. Unser Laser Spot Track vom DMT hat das Ziel bzw. den Lasercode vom JTAG jetzt auch aufgefasst. Allerdings drehen wir ja trotzdem schon mal ab, um uns dann schon mal auf den nächsten Anflug vorzubereiten. Ja, da ist der BTR-82 zerstört. Wir schwenken wieder aufs Ziel ein. Der JTAG lasert schon mal fleißig weiter. Ja, Lasercode erfasst und Rifle. Jo, auch dieses Ziel haben wir wie erwartet zerstört. Dann können wir gleich den nächsten Anflug machen. Wir sind, glaube ich, noch relativ dicht am Flughafen dran. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Das nächste Ziel, Rifle.
und gleich wieder abdrehen, um dann in den vierten und letzten Anflug zu gehen. Ja, diesmal haben wir es gesehen, da brauchten wir kein Battle Damage Assessment. Und jetzt drehen wir mal ganz sportlich auf das letzte Ziel ein. Ja, auch das wird was. Rifle. Und auch das haben wir zerstört. Jetzt bleibt uns noch unser Secondary Objective. Die 4 MiG-29, die da auf dem Vorfeld stehen, zu zerstören. Die habe ich deswegen eingebaut, um mich einfach mit dem Gunport etwas vertraut zu machen, damit zu üben. Hier nehmen wir auch mal einen etwas längeren Anflug. Ja, das sollte lang. Jetzt schwenken wir ein. Da haben wir die MiG-29, die erste. Mal gucken, ob wir die erwischen. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Da haben wir noch einen, haben wir noch erwischt, obwohl das natürlich nicht unbedingt eine Demonstration in Präzision war. Aber wir üben ja noch. Gut, dann nächster Anflug. Diesmal eine Linkskurve. Ja, wir haben beim ersten Anflug auch schon fast die Hälfte unserer Munition verschwendet, muss man ja schon fast sagen. 300 Schuss haben wir. 158 sind noch übrig. Dann probieren wir es nochmal. DMT ausrichten. Ist der Gunpipper. Jo, jetzt kommt er. Und schlägt ein. Das war nix. Nur noch 80 Schuss für 3 Flugzeuge. Ja, ob das was wird, muss man mal sehen. Aber was soll's. Wie gesagt, das Ganze ist eine Trainingsmission. Und ich habe ja auch erst angefangen, den Harrier zu fliegen. So, nächster Anflug. Wieder DMT ausrichten. Warten, bis der Gunpipper runterläuft. Dann läuft er on fire. Gut. Den haben wir wenigstens erwischt. 40 Schuss haben wir noch übrig. Und wenn unser Munitionsverbrauch so weitergeht, werden wir die verbleibenden 2 Flugzeuge nicht mehr zerstören.
So, same procedure. DMT auf Steel ausrichten. Und probieren wir es diesmal mal etwas höher, beziehungsweise einen etwas steileren Anflug. Vielleicht ist man damit ja effektiver. Ja, die haben gesessen. Jetzt haben wir noch 22 Schuss für die letzte MiG-29 übrig. Vielleicht wird es ja doch noch was. Letzter Anflug, jetzt oder nie. Wie immer, DMT ausrichten. Ja, 22 Schuss. Pull up, pull up. Jawohl. So, wir haben alle Ziele zerstört. Dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Nachdem wir das Zielgebiet ohne weitere Zwischenfälle verlassen haben, befinden wir uns jetzt im Anflug auf die Tarawa. Eigentlich war für diese Mission noch ein kleiner Tankstopp eingeplant. Das hat aber aus Gründen nicht so ganz funktioniert. Es lag zum einen daran, dass ich den Tanker zu hoch eingestellt habe. 20.000, das ist eigentlich ein bisschen zu hoch für den Harrier. 16.000 fühlt er sich etwas wohler. Und ich habe ihn halt auch einfach zu langsam fliegen lassen. Und dann erhöht sich der Schwierigkeitsgrad halt nochmal, gerade wenn man natürlich dann auch neu auf dem Modul ist. Aber wir haben noch 1.500 Pfund Treibstoff. Und das sollte auf jeden Fall reichen, um uns da mehr oder weniger sicher auf den Träger zu bringen.
Wie ich eingangs ja sagte, bin ich relativ viel F-18 geflogen, bevor ich mich dem Harrier gewidmet habe. Und da ist es ja so, dass wenn man den Carrier anfunkt, dass er einem den Base Recovery Course mitteilt. Das macht die Tarawa leider nicht, weil sie, das ist zumindest mein Kenntnisstand, nicht als Träger, sondern als amphibisches Angriffsschiff gilt. Okay, wir sind 1,3, 1,5 Meilen entfernt. Linkskurve. Fahrwerk raus, Klappen auf Stol. Und dann versuchen, sich ungefähr 'Den entgegengesetzten BRC auszurichten. Nozzle schon auf 60 Grad. Aha. Sicherlich noch ein bisschen früh, aber das ist auch hier so ziemlich mein erster Case-1-Anflug. Und bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich einfach nur von hinten auf das Schiff angeflogen bin und den Harrier dran drauf gesetzt habe. Die Entfernung stimmt schon mal. Man sagt immer so zwischen, ich glaube 0,8 und eine Meile sollten es sein zum Träger. Das haben wir relativ gut getroffen mit 0,9. Jetzt Linkskurve. Ja, ist eigentlich echt immer wieder unfassbar, wie schnell der Harrier wenden kann, wenn er seine Nozzles so auf 60, 70 Grad eingestellt hat oder auch schon auf 50. Wir kommen hier ein bisschen schräg ans Boot. Geschwindigkeit schon mal reduzieren. Haben auch nicht allzu viel Wasser mehr. Ja, umso langsamer der Flieger ist, umso mehr wobbelt er herum. Und daher braucht man eine ganze Menge Fingerspitzengefühl. Aber wir kriegen das schon hin. Nur jetzt auf 81 Grad, 50 Knoten. Das Boot fährt mit 20. Mal gucken, ob er diesmal den Sweet Spot erwischen und den Harrier sich herunterbringen. Ja, da haben wir schon wieder zu viel Geschwindigkeit verloren. Ja, das war sicherlich nicht die beste Landung, aber er ist unten. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Tschüss, sagt der Chief.